In dieser Videoserie wollen wir uns mit vertiefenden Aspekten der Deklaration und Definition von Entitäten auseinandersetzen. Der Vortrag ist dabei in Mengen, Parameter und abschließend Variablen und Gleichungen unterteilt. Sehen wir uns zunächst die prinzipiellen Möglichkeiten der Deklaration und Definition von Entitäten an. In der ersten Videoserie haben wir die hier links dargestellte Möglichkeit kennengelernt. Wir haben sowohl alle Daten als auch Modellentitäten in einem Rutsch deklariert und definiert, abgesehen von den Variablen, weil das die Entitäten sind, für die wir die Werte erst noch ermitteln wollen. In dieser Videoserie wollen wir uns mit der rechts dargestellten Möglichkeit beschäftigen. Hier werden die Deklaration und die Definition der Datenentitäten voneinander getrennt. Als erstes lernen wir ein neues Schlüsselwort kennen, und zwar Alias. In vielen Modellierungssituationen ist es notwendig, dass innerhalb einer Equitation-Definition eine Menge unter mehreren alternativen Bezeichner referenziert werden kann. Das Alias-Schlüsselwort erzeugt nun diese alternativen Bezeichner für die Menge, die als erstes angegeben wird. Alle alternativen Bezeichner werden mit Komma voneinander getrennt. Das Alias-Schlüsselwort legt dabei keine Kopie der ersten Menge an, sondern alternative Bezeichner. Sets als Domänen anderer Entitäten haben wir bereits im ersten Video kennengelernt. Allerdings nur bei Variablen, Equations und Parametern. Mengen können aber auch durchaus Domänen anderer Sets sein. Das bedeutet, dass das Set Q eine echte Teilmenge der übergeordneten Menge I ist. Das heißt, alle hier bei der Definition der Untermenge angegebenen Elemente müssen auch in der übergeordneten Menge I enthalten sein. Würden wir hier zum Beispiel einen Bezeichner 7 angeben, würde dies bei GAMS durch das Domain-Checking zu einer Fehlermeldung führen. Dass Entitäten mehrere Dimensionen oder Domänen besitzen können, haben wir bereits in der ersten Videoserie kennengelernt. Dies gilt auch für Sets. Die Deklaration der Pfeilmenge unseres Beispiels könnte so aussehen. Wir wählen den Bezeichner P und in Klammern geben wir zweimal den Bezeichner der Menge I ein. Die einzelnen Elemente verknüpfen wir, wie bereits im ersten Video für Parameter kennengelernt, mit einem Punkt miteinander. Auch in diesem Fall würde GAMS ein Domain-Checking durchführen. Sollte bei der Definition der Pfeilmenge irgendein Bezeichner angegeben werden, der in der übergeordneten Definition der Knotenmenge I nicht enthalten ist, würde GAMS diesen Fehler ausgeben. Das untere Beispiel zeigt eine zweite Möglichkeit zur Definition mehrdimensionaler Sets. Hierbei werden in einem Klammerpaar direkt alle benachbarten Elemente des vor dem Punkt stehenden Set-Elementes aufgeführt. In diesem Beispiel lernen wir nun direkt zwei Dinge. Zum einen die Trennung von Definition und Deklaration der Parameterentität E und das Schlüsselwort Ort. Wie wir hier sehen, ist bei der Deklaration der Entität E keine Definition angegeben. Erst in der darauf folgenden Zeile wird jedem Element I per Schlüsselwort Ort die Ordnungszahl, also der Index innerhalb der Menge, zugewiesen. Dies ist äußerst nützlich. In vielen Modellierungssituationen wird sich auf den Index eines bestimmten Set-Elementes bezogen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass mit diesem einen Befehl jedem Element in der Menge I ein Wert für den Parameter E zugewiesen wurde. Z die 1, A die 2, D die 3, Q die 4, S die 5 und T die 6. Diese Werte entsprechen genau der Position des Elementes in der Menge I. Nicht selten spielt bei der Modellierung auch die Mächtigkeit einer Menge eine Rolle. Diese lässt sich durch das Schlüsselwort Card erfragen. Wie im vorangegangenen Beispiel wurde für die Entität Skalar A die Deklaration und die Definition voneinander getrennt. Mit diesem Befehl weisen wir der Entität A die Mächtigkeit der Menge I zu. In diesem Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6. Würde man sich die Entität A nun über eine Display-Anweisung ausgeben lassen, würde dieser Ausdruck in der Listing-Datei entstehen. In diesem Beispiel lernen wir nun die Trennung von Deklaration und Definition
für Set-Entitäten kennen. Man bezeichnet solche Sets auch als dynamische Sets. Gegeben sei wieder unser Beispiel des mathematischen Graph aus 6 Knoten. Würden wir ein kürzeste Wege-Problem formulieren wollen, wäre es möglich, dass wir die Quelle, Senke und alle übrigen Knoten in 3 unterschiedliche Subsets aufteilen. Sollten wir aus irgendwelchen Gründen nun darauf angewiesen sein, die Deklaration und die Definition voneinander trennen, könnten wir die Sets im Nachhinein auf diese Art und Weise initialisieren. Wir können die einzelnen Set-Elemente mit dem Schlüsselwort Yes und No an- und ausschalten. Wir fügen also zuerst dem Subset Q den Knoten 1 hinzu. Dem Subset S fügen wir den Knoten 6 hinzu. Wir schalten alle Knoten in der Menge I in R an und schalten dann 1 und 6 aus. So sehen die entsprechenden resultierenden Knotenmengen dann aus. Für solche dynamischen Mengen lässt sich das Schlüsselwort Ort nicht anwenden. Hier sehen wir noch ein weiteres Beispiel zur Trennung von Deklaration und Definition bei Parametern. Mit diesem Befehl können wir jeder Kombination der Elemente aus der Menge S und K, also 3 mal 5, einen Wert zuweisen, entsprechend dem Ergebnis der hier stehenden Formel. Anders als bei vielen anderen Scripting- und Programmiersprachen ist für diese Wertzuweisung keine doppelte Schleife notwendig. GAMS löst die einzelnen Kombinationen aus S und K auf für diese Berechnung und setzt die jeweiligen Werte für die Parameter D und F ein. GAMS besitzt auch einige Funktionen zur Erzeugung von Zufallszahlen. In diesem Beispiel weisen wir den Parametern E, V und L jeweils gleich verteilte Zufallszahlen zwischen den in Klammern angegebenen Grenzen an, also zwischen 10 und 80, 0,5 und 5, 10 und 140. In der ersten Videoserie hatten wir bereits die Table-Entität kennengelernt. Diese diente in erster Linie zur praktischen Eingabe von mehrdimensionalen Daten. Es besteht die Möglichkeit, lange Tabellen mit Zeilenumbrüchen und der Angabe eines Pluszeichens miteinander zu verketten. Also der obere Teil der Tabelle enthält nur die Spalten D, D, F und H. Über ein Plus können wir die Spalten K und S anhängen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind bedingte Wertzuweisungen. Das heißt, Parametern werden nur unter bestimmten Bedingungen bestimmte Werte zugewiesen. Um solche bedingten Wertzuweisungen formulieren zu können, ist es notwendig, ein paar neue Operatoren einzuführen. Auf der linken Seite sehen wir logische Operatoren. In der linken Spalte steht das jeweilige Schlüsselwort der GAMS-Syntax. Auf der rechten Seite sehen wir numerische Operatoren. Größer, größer gleich, ungleich, gleich, kleiner gleich und gleich. Es sei dabei angemerkt, dass diese numerischen Operatoren sich von den Operatoren, die innerhalb der Definition von Equations verwendet werden, unterscheiden. Häufig können Parameter nicht direkt definiert werden, da ihre Werte von den Ausprägungen anderer Parameter abhängen. Unter Umständen können auch bestimmte Variablen bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden. Für derartige Fälle gibt es die bedingte Wertzuweisung, welche immer mit einem Dollaroperator eingeleitet wird. Es gibt 2 grundsätzliche Arten von bedingten Wertzuweisungen. Im ersten Fall steht der Dollaroperator links vom Zuweisungsoperator ist gleich. In diesem Fall wird der davorstehenden Entität nur dann ein neuer Wert zugewiesen, wenn die dahinterstehende Bedingung erfüllt ist. Die beiden Codeschnipsel unterscheiden sich hinsichtlich des Ausgangswertes von x. In beiden Fällen ist die Bedingung nicht erfüllt. Das heißt, in keinem der beiden Codeschnipsel wird x ein neuer Wert zugewiesen. Es sei dabei angemerkt, dass GAMS Datenentitäten, die nicht definiert wurden, mit 0 initialisiert. Für den zweiten Fall, also der Bedingungsoperator, das Dollarzeichen steht rechts vom Zuweisungsoperator ist gleich, wird x oder dem Parameter immer ein neuer Wert zugewiesen. Sofern die Bedingung erfüllt ist, wird der vor dem Bedingungsoperator angegebene Wert dem Parameter zugewiesen. Ist die Bedingung nicht erfüllt, wie im oberen Beispiel, wird stattdessen dem Parameter der Wert 0 zugewiesen. Im unteren Beispiel ist die Bedingung erfüllt. Ihr seht das, das Relationszeichen unterscheidet sich in beiden Beispielen. In diesem Fall ist die Bedingung erfüllt
und x wird der neue Wert 10 zugewiesen. Diese Tabelle enthält alle Entitätstypen vom Untertyp Variable. Bisher kennengelernt haben wir Variable für den Zielfunktionswert, also nach oben und unten unbeschränkt, positive Variablen bzw. nicht negative, negative, binäre und Integer-Variablen. Die linke Spalte führt dabei die Schlüsselworte dieser Entitäten. Bei Integer-Variablen ist zu beachten, dass GAMS standardmäßig eine obere Schranke von 100 setzt. In der ersten Videoserie haben wir bereits kennengelernt, dass es für Variablen 4 verschiedene Informationen gibt. Die Lower Bound, die Upper Bound, das Level und den Marginal. Diese 4 Informationen lassen sich nach der Deklaration einer Entität vom Typ Variable ändern. Mithilfe von Suffixen lassen sich die Lower Bound, die Upper Bound und das Level, also der Wert, fixieren. Hier im unteren Beispiel können wir den Code für eine Upper Bound, eine Lower Bound und eine Fixierung des Levels sehen. Wenn wir eine Entscheidungsvariable auf einen bestimmten Wert fixieren, wird diese Variable diesen Wert auch in der optimalen Lösung aufweisen, sofern das Problem dann noch lösbar ist. Auch ohne Fixierung lassen sich über den entsprechenden Suffix .l und .m der Marginal und der Wert, also das Level, der Entscheidungsvariable festlegen. Dies ist nützlich, wenn wir bereits Kenntnis über eine zulässige Lösung haben. Dann können wir diese im Vorfeld eingeben und die Berechnung von diesem Punkt aus starten lassen. Aus dem Typ einer Variable ergibt sich das notwendige Lösungsverfahren. Im Einführungsbeispiel haben wir lineare Programmierung verwendet. Dafür ist es notwendig, dass keine diskreten Entscheidungsvariablen im Modell enthalten sind. Wenn diskrete Entscheidungsvariablen im Modell enthalten sind, muss MIP verwendet werden für Mixed Integer Programming. Es gibt noch viele weitere Modelltypen in GAMS. Die für diese Videoserien relevanten sind allerdings LP und MIP. Die Solve-Anweisung ist entsprechend anzupassen. Das notwendige Lösungsverfahren ist als letztes einzutragen. Im Einführungsbeispiel stand dort LP. Für das Beispiel Binnenschifffahrt müssen wir aufgrund des Vorhandenseins von diskreten Variablen MIP verwenden. In der Model Statistics sehen wir das Ganze nochmal. Lösungsverfahren ist MIP, diskrete Variablen 5, ist also tatsächlich notwendig. Kommen wir nun zu bedingten Equations. In vielen Modellierungssituationen ist es notwendig, Restriktionen zu formulieren, die nur für bestimmte Elemente innerhalb einer Menge gelten. Um eine solche Formulierung zu realisieren, nutzen wir wieder den Dollar-Operator. Sofern die Bedingung, die hinter dem Dollarzeichen angegeben ist, erfüllt ist, existiert die Nebenbedingung für das jeweilige Element. In diesem einfachen Beispiel haben wir eine Menge i deklariert und definiert mit den Elementen 1 bis 3. Es gibt dabei 2 Anbieter, die einen Mindestbestellwert fordern und 2 Anbieter, die einen Maximalbestellwert aufweisen. Die erste Nebenbedingung gilt nur für Elemente, die sich innerhalb der Menge Max befinden, also für 1 und 3. Die zweite Nebenbedingung gilt nur, wenn sich das Element nicht in Min und nicht in Max befindet. Diese Equation existiert also für kein Element innerhalb der Menge i, nicht für Max und nicht für Min. Die dritte Nebenbedingung existiert nur für Elemente, die sich in der Menge Min befinden, also nur für die 2.